Hallo, Sowohl auf Games und willkommen zum Teambuilding und zwar zum Live-Teambuilding in der ACL gegen den lieben Captain Cringe. Ja, es ist eine sehr, sehr, sehr heikle Situation. Denn er hat ein, gucken wir uns das Team an, er hat Rain bekommen. Und wir müssen gucken, wie wir damit ankommen. Und ich denke mir ganz ehrlich, hey, weißt du was, machen wir mal ein Live-Teambuilding. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Haben wir eine GPB mal gemacht, eine GPL glaube ich nicht. Deswegen legen wir mal los. Aber was haben wir für einen Kader? Wir haben Relaxo, was ein ziemlich cooler S ist. Vielleicht können wir den mitnehmen, müssen wir mal sehen. Ramoth und wenn der Rain bringt, vielleicht Hurricane Ramoth, wer weiß. Waffner generell Hurricane auch wieder. Also wir haben schon ein paar Rain-Optionen an sich. Sherox, die Feuer-Weakness ist weg. Eine Hydro-Pumpe böllert den leider trotzdem um. Aber hey! Elisa hat was, ganz ehrlich, mit Dryskin hier ziemlich nice sein kann, einfach um die Wasserattacken abzublocken. Leider hat er auch Seismethod, das heißt, naja, aber ja, Rotom mit Donner vielleicht oder sowas, Tundraga als Water Resist, Morlord Water Absorbed, also es gibt Optionen hier auf jeden Fall, dann Flunkiefer, Galagera, Lachs und Sonfel. Wir sollten am besten gleich entscheiden, wer unser Rockset ist, einmal Flunkiefer oder Sonfel. Es gefällt mir nicht, dass es einer von den beiden sein muss, aber you know, was hat er für ein Team? Er hat Pilippa, er hat Molahuzu. Ah, schön. Also, er hat vier Water-Types. Mantax und Branawa, zwei super insane Rain-Spear. Hutsasa, das ist natürlich nochmal der eigene Rain-Counter. Golgantis, Tanatora, Shell, zum Beispiel Sweeper, Zenlong, Kubin, Flunkiefer und Drift Zeppelin. Oh Gott, das ist ein krasses Team. Und ich überlege gerade, was können wir dagegen mitnehmen? Gucken wir uns nochmal unser Team an. Und was genau könnte denn hier nice sein? Also, das Ding ist halt, ich möchte erstmal überlegen, welche Rocksetter können wir mitnehmen. Das Problem ist mit Sonfel, es gibt so Branawa, obwohl so schnell, aber vieles bietet den. Ich meine, Water. Ich meine, Warwall wird jetzt auch eigentlich von allen Water-Attacks weggeböllert, sind wir ehrlich. Keiner von beiden macht eigentlich was, wenn wir ehrlich sind. Jetzt so Butter bei die Fische, eigentlich macht keiner was. Aber Morwell kann eventuell mal einen Hit von Zenlong tanken und von Kubin und den intimidaten. Es wird kein Hit von Volaoso, Mantax, was auch immer tanken, aber Sonfel genauso wenig. Dementsprechend, ich glaube Maul, das gute Flunkiefer, ist glaube ich das erste Pokémon, das wir reinstecken. Einfach weil wir die Tarnsteine haben wollen, glaube ich. Das heißt, Tarnstein, Intimidate, zack, ja, wir werden auf jeden Fall nichts anderes spielen. Ich glaube, wir sind auch schneller als Drumpa auf jeden Fall. Genau, das heißt, wir könnten ja sogar vielleicht einen Playoff spielen und den dann einfach mal andamagen. Was für ein Moveset wollen wir überhaupt, nee, das ist falsch, was für ein Moveset wollen wir haben? Ich würde tatsächlich einen Knockoff haben wollen, weil Mungus vielleicht irgendwie da mal die Boots wegzukriegen oder so, wäre nice. Wir können kein Betompis und Momentum spielen, das wäre jetzt natürlich nice. Boah, an sich tatsächlich, glaube ich, ist Toxin ein Play. Weil wir können knocken und dann Nutzasa können wir eh nicht viel machen und vielleicht irgendwie so ein Pilippa-Toxic was reinkommt. Ja, wir könnten auch Thunderfang oder sowas spielen, dann so eine Live-Variante. Aber wir sind so langsam, ich weiß nicht, das lohnt sich nicht. Und ja, ich glaube, Player of Knockoff sollte ziemlich nice sein. Dann Toxic und dann eigentlich, keine Ahnung. Dann müssen wir mal gucken, was wir für ein Item und so weiter spielen. Ich mach mal Max HP, Max Def erstmal rein. Dann können wir nachher noch entscheiden, was wir machen wollen. Ich denke mal, das ist okay. Und ich glaube, erstmal sowas wie Leftover sollte okay sein. Ich glaube, das sollte erstmal so ein Morwell sein. Müssen wir mal gucken, ob das gegen Ende passt. Okay, das heißt, Rocksetter haben wir gesetzt. Was haben wir noch in unserem Team? Was können wir noch vom profitieren? Also das Ding ist halt, Drain ist nervig. Das heißt, sowas wie Mantax. Müssen wir auf jeden Fall checken. Wir müssen eigentlich auch in Volaoso reinkommen. Na, Volaoso wird schwieriger. Branawarz und so weiter. Ich glaube, was gesetzt ist bei uns, ist ganz ehrlich Elisart, weil der hat Water Absorb, also Dry Skin. Und er kann halt dann sowas von Mantax hier checken. Also gucken wir uns mal hier an. Mantax, Pilippa kann wir auf jeden Fall checken. Dann Volaoso vielleicht mit Quagsire, mit Water Absorb. Werde ich mal ganz kurz reinnehmen und mal sehen, ob das eine Möglichkeit ist. Und dann glaube ich tatsächlich das letzte Pokémon, weil es auch Water Attacks zumindest tankt und vom Branawarz einen Hit tankt und Hurricane Spam rechnet. Ja, Neuvern sieht krass aus. Neuvern sieht richtig krass aus. Das heißt, Neuvern vermutlich mit Heavy Duty Boots und Hurricane sieht eigentlich ziemlich gut aus. Und ich glaube, das könnte so meine Anti-Rain-Kombination sein. Das mit Tundrak. Tundrak könnte eine Option, weil Volaoso nochmal gecheckt werden könnte. Ich glaube, das wäre nochmal eine Idee. Kann auch in Nutzasa reinkommen. Ja, ich glaube, Tundrak ist da noch auch eine gute Idee. Ich glaube, wir machen so eine kleine Anti-Water-Coalition. Das ist ja die Frage. Okay, was haben wir denn alles dabei? Wir haben eventuell ein Defogon mit sowas wie Neuvern. Wir haben keinen S-Picks bisher dabei. Das ist ein bisschen an Fortune. Elisard, aber es ist alles notwendig gerade. Tundrak und alles. Morlord, okay, das sehe ich alles. Die Frage ist, was ist unser Last Mon dann? Okay, sowas wie
Relaxo können wir mitnehmen, aber da kommt auch sowas wie Golurusu rein. Flunkiefer trifft Zebli. Ich sehe Relaxo tatsächlich in dem Matchup nicht, was schade ist. Ramot, sind wir mal ganz ehrlich, der hat Priorität. Der hat so viele Water Sweeper. Ich sehe Ramot nicht gewinnen. Gar nichts machen eigentlich. Jetzt echt meine beiden S, glaube ich, werde ich nicht mitnehmen. Das ist ja die Frage, was haben wir nicht dabei? Sherox haben wir noch nicht dabei. Sherox wird halt Pelipper bietet, den Mandax bietet, den Branawatz kann Scald. Oder Ursu. Sherox sehe ich auch nicht. Dann möchte ich nur die Auswahl zwischen Rotom, Galagiradax und Sonfel. Und ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich von denen ist Rotom maybe das Beste. Wo Rotom irgendwie auch nicht so gut ist, ne? Also vielleicht Galagiradax? Wie schnell ist der? Gyarados Linoon ist das, ne? Gala Linoon. Der hat 100 Speed. Aber ist er wirklich gut? Ich glaube nicht. Mein Sonf. Na, Solrock ist auch nicht der Play. Ah, gefällt mir aber nicht. Gefällt mir aber nicht, dass wir nichts mitnehmen können, oder? Ich meine, ganz ehrlich, so wie ich mir das jetzt angucke, weil Rotom ist hier echt nicht gut in dem Matchup. Das Einzige, glaube ich, was sich irgendwie lohnen könnte, wäre Relaxo. Weil Relaxo tankt von allem den Hit. Und, also kann zumindest mal einen Hit tanken. Und so also Rotom died einfach und vieles ist schneller und I don't know, es langsam sowas wie Golurusu, was echt nervig ist. Oh, Galagiradax macht nicht viel, Sonnenfall auch nicht. Sherox verliert gegen zu viel. Ich glaube, Relaxo kann halt immer einen Hit tanken und was machen. Ich glaube tatsächlich, Relaxo ist das Last Mon, was wir dann mit reinnehmen. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt alle Pokémon, das kann ich mir ganz kurz zeigen. Das wäre Morwile, Heedulisk, Quagsire, Neuvan, Dragalge und Snorlax. Hier können wir mal Adaptability rein und das wollen wir haben. Snorlax Ability. Lohnt sich irgendwas anderes außer Immunity? Hatte irgendwie Ice oder Fire? Das einzige wäre auf seinen Long Fire Blast. Ich meine, Kubuin, maybe. Ah, wird der Kubuin mitnehmen? Ich sehe Fickwert eher weniger. Ich meine, sehe ich nicht wirklich. Wir haben noch Morwile eventuell. Ja, nee, sehe ich ihn weniger. Vor allem, er kann mich auch toxicen, das wäre noch nervig. Wir könnten noch natürlich ein Curse-Set spielen mit Relaxo, mit Body Slam, obwohl er hat Golden Hand als Geist, ne? Vielleicht funktioniert diese Gluttony, wenn er Möglichkeit mit der Beere. Mal gucken, was wollen wir. Wir wollen auf jeden Fall den Step-Move haben. Ich denke mal, Body Slam ist hier gesetzt. Der hat Body Pass auch krass. Ja, und dann, ich meine, Body Slam ist immer nice, ne? Und dann, also das Ding ist halt, Hutsasa ist ein bisschen nervig. Ich sehe auf jeden Fall, dass er halt mich sleepen wird. Irgendwann mal mit einer Spawn. Da werde ich halt nicht dran vorbeikommen. Aber tatsächlich glaube ich, wird das Relaxo sein, der gesleept wird. Also vielleicht doch Rest Sleep Talk. Weil wir eh gesleept werden. Können wir dann nicht. Ist dann Immunity nicht egal. Wir könnten natürlich Curse spielen, ne? Dann verlieren wir aber gegen Driftzepeli und Golgantis. Wir könnten drauf gamblen, dass er die mir nicht mitnimmt, ne? Aber das ist halt ein sehr harter Gamble. Ich meine, könnten wir machen und hoffen, dass wir die irgendwann weghauen und halt trotzdem mit Snorlax einfach der Tank sein und einfach nicht zeigen, dass wir manche Moves nicht haben. Wir könnten auch, sagen wir mal, hier einen Crunch oder hat er einen besseren Dark Move, Dark Slayer oder so? Was ist besser, Dark Slayer oder Crunch? Ignore Stat Changes. Ich meine, wir könnten das machen. Wir können auch Surfer spielen. Seed Bomb. Ja, eigentlich wäre der Dark Move schon ein Play. Ich glaube, Death Drop wäre auch ziemlich cool eventuell. Aber Dark Slayer ist stärker. Wir bekommen eine Crunch, weil das. Und dann könnten wir hier trotzdem Curse spielen. Dann könnten wir Chestoberry nehmen. Das wäre vielleicht eine Idee. Dass wir sowas rangehen. Dann würde ich auch Fickpferd spielen. Wir wollen aber wenig resten. Ich meine, sind zwei Turns und so weiter, aber ich glaube, da kommen wir nicht weiter dran vorbei. Ich meine, ich würde doch lieber Lefty spielen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Wir können auch ganz offensiv gehen, dass wir sagen, wir haben Rest-Free Attacks mit Body Slam, Earthquake Crunch, weil dann könnten wir Maul hitten. Aber Maul macht halt nicht viel. Gegen Maul können wir uns einfach hochboosten, da passiert dann nicht viel. Dass wir genockt werden, ist auch nicht so unlikely. Das Problem ist halt, Volaroso kommt gegen uns rein. Möchte aber auch nicht gebodyslammt werden. Also ist halt auch so ein bisschen Trade-off für ihn. Hätte natürlich kein Ghost, wäre Snorlax jetzt einfach crazy gut. Aber ja, ich glaube, das ist erstmal okay, so wie der da steht. Wir haben leider keine Möglichkeit, den Status einfach zu entfernen, dass der aufwacht. Haben wir irgendwie Heal-Build oder so? Ist irgendwo was, Aromatherapy?
Ich glaube nicht, außer vielleicht Solrock lernt das, aber ich glaube nicht, dass Solrock hier will oder sowas kriegt. Oder? Kriegt er sowas wie Hebel? Nee, nee, kriegt er nicht, kriegt er nicht, kriegt er nicht. Maul vielleicht? Nee, Maul kriegt keine Hebel, das würde ich wissen. Nee, 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 nee. Scissor auch nicht. Mordot auch nicht. Lainoon? Nee, Lainoon. Lainoon mit Hebel, ganz ehrlich, wäre ein echt krasser Supporter. Nee, hat er auch nicht. Ja, ich glaube, da gibt es nichts, was den Status da weg entfernen kann. Das ist okay. Das ist okay, dann passt das erstmal. Schauen wir erstmal die anderen Mons. Also gut, Helios ist ganz klar Dryskin. Ich glaube, wenn ich mir das Team ansehe, wir wollen ein Assault Vest Set spielen, aber damit würde ich speziell mit so einem Hurricane besser tanken können, ne? Wir wollen die Hyper Voice haben für Hutsasa, ne? Wir wollen den Electric Move haben. Das heißt, ein Donnerblitz für das Mantax und Pelipper. Wir wollen eine Grass Knot haben für sowas wie Branavaz. Und wir wollen den Volt Switch haben. Ich meine, wir könnten auch den Surfer. Nee, der Surfer ist nicht so nice. Ja, wir wollen den Volt Switch haben für Momentum, falls wir gegen Uzasa drin sind, weil Uzasa können wir damit nicht so leicht beaten. Was unfortunate ist, aber okay. Müssen wir davon ausgehen, dass wir gesleept werden mit Snorlax? Ich meine, wir haben Chesterbeard, das ist okay, ne? Ich glaube, Peter ist so, ist okay an sich. Zeige ich nochmal ganz kurz. Also, das wäre jetzt Four Attacks, Hyper Voice, Thunderbolt, Grass Knot, Volt Switch mit Heavy. Ich glaube, das ist okay an sich, trifft das alles auch. Und es ist ein ziemlich starker Threat, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, das ist echt gut. Dann ist jetzt das Ding, Quagsire, ne? Ich möchte ganz ehrlich mal gucken. Wir haben hier Urshifu. Shifu, nicht G-Max. Hier Rapid Strike. Sagen wir mal Choice Band gegen Quagsire. Aber ich frage mich, tank ich denn zwei. Komisch. Nope. Okay. Das ist ein größeres Problem, als ich eventuell erwartet habe. Mit anderen Worten, das ist. Oh, das ist stark und schwierig. Und wie biete ich das? Wir könnten natürlich, wenn der Band ist, in sowas wie Tundra gehen oder Hafnir. Aber die tanken sicherlich auch viel. Also. Moment, sagen wir mal, wir haben was wie Neuvern. Boah. Max HP. Selbst Max HP wird getun. Boah, was ist das dumm? Dragalge hat auch keine so tolle Def, ne? Also eigentlich muss da ein Rotom irgendwo stehen, oder? Weil ganz ehrlich, der kann uns einfach tun, sonst wo ist unser Team? Können wir irgendwas gegen machen? Das Einzige wäre nur, wenn er Bandit ist, kann er nicht auch Bulk, der kann Bulk ab, ne? Nicht Kasti. Boah. Boah. Ja, boah. Ich weiß nicht, was ich dagegen mache, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich meine, wenn er nicht Bandit ist und dann Quagsire reinkommt, dann können wir mal ein zweites tanken, ne? Das ist. Boah. Stark. Ich meine, also, was wir auf jeden Fall haben wollen, wenn wir Quagsire haben, ist Max Fistef, ne? Das heißt, Max Fistef, zack, zack, das ist schon mal gesetzt. Schon gesetzt, damit wir es gut von Urshifu tanken, wie wir können, ne? Genau. Und tanken wir von Thanator. Das ist, glaube ich, das, was wir haben wollen. Ja, genau, das ist das, was wir haben wollen. Dann wollen wir auf jeden Fall eine Toxin haben, damit wir alles hier treffen können. Und dann wollen wir. Ich brauche nicht viel Musik. Im Earthquake wäre nett. Einfach nochmal um Damage zu drücken. Dann Scald, einfach weil wir burnen wollen. Und dann Recover. Genau, ich glaube, das ist einfach unser Moveset. Wir könnten auch ein Curse-Set farmen. Double Curse. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich möchte eigentlich auch den Scald gerne haben. Weil wir echt sowas wie Uzzasa burnen wollen. Das Ding ist halt, wenn Uzzasa hat, gewinnen wir mit Curse sowieso nicht. Ich glaube, das ist okay so. Was ich mich gerade frage, ist, Quagsire hat 35 Speed. Wenn ich jetzt Immunges habe, 30. Das heißt, ich möchte nicht minus Speed gehen. Das heißt, wir gehen minus Special Attack, damit wir mit Earthquake schneller sind. Der kann natürlich ein paar Speed-Werte hier reinsetzen. Wie viel braucht der? Ja. Ja, wir können Max Defense nicht wegnehmen. Wir können das mal machen und hoffen, dass das passt oder so. Ich glaube, das ist okay. Wie viel Speed brauchen wir denn überhaupt auf Neuwand? Weil ich überlege, ein sehr physisch defensives Neuwand zu spielen. Auch wenn Hurricane nice ist, aber was willst du machen, ne? Das heißt, wenn wir Neuwand mal Speed creepen müssten, was ist dein schnellstes Pokémon? Schnellstes Pokémon
ist tatsächlich Urshifu. Okay, das heißt, dann bilden wir mal einen Spread. Okay, sagen wir mal, wir haben hier Urshifu mit Rapid Strike, Worst Case Adamant Band. Und wir haben einen Neuwahn. So, Max HP ist auf jeden Fall gesetzt. Das ist klar, ne? Kloskom macht aber noch eine Menge. Ja, okay. Sagen wir mal, wir gehen tatsächlich. Das ist, wenn wir gar keinen sind. Ja, Relax ist nicht der Play. Sagen wir mal, ich mache mal Modest. Sagen wir mal, ich mache Bold. Okay, ja. Wir müssen schon auf Jolly creepen. Okay, ja. Timid ist schon der Play, ne? Timid ist schon der Play. Das heißt, wir setzen hier dann die Faust rein. 2, 2, 3 sind wir dann. Sagen wir mal, wir machen das auch mal. Das heißt, wir haben eine Timid Nature. Weil wir einfach schnell Voice and Wonder als Rishiv. Das heißt, wir machen hier 48 rein. Und Timid ist auch besser, weil wir schneller mehr Punkte kriegen und hier dann quasi 208 in Death frei haben. Gucken wir mal an, wie bulky wir sind mit 208 in Death sind. Okay, Adamant Close Combat ist kein Tool. Das ist gut. Ich meine, Rain Surging Strikes ist. Aber das Ding ist halt, wenn wir in Surging Strikes reinkommen, wir haben zwar keinen Special Attack, aber Hurricane. Genau, Hurricane killt immer. Okay. Das heißt, wir haben hier unseren kleinen Urshifu-Check mit Neuwahn. Okay, das ist auf jeden Fall echt gut. Ich frage mich gerade, brauchen wir eigentlich was anderes außer Hurricane und den ganzen Mist? Ich glaube, Defog wäre noch gut, weil er auch Ersatz legen kann. An sich ist Hurricane, Roost, Defog eigentlich schon fast alles, was wir da haben wollen. Ich glaube, das sollte an sich sogar hier fein sein. Das ist irgendwas ein bisschen nerviges Thanatora, was halt reinkommen kann, ziemlich gut. Das ist die Frage, was ich da jetzt für einen Move noch gegen einpacke. Ich könnte halt Taunt spielen, damit er halt nicht mal, damit er halt nicht einen Move einfach gegen mich drückt, der nervig sein könnte. Wie, keine Ahnung, irgendwelche Moves halt. Ich kann auch Absorber spielen. Das ist natürlich super. Wenn wir Giga Drain hätten, dann werde ich gesagt, hey, Giga Drain ist eigentlich recht fire. Weil Seismic Toad und Thanatora hätten wir damit, aber wir haben noch so im Solar Beam, was natürlich im Regen perfekt ist. Können wir Heatwave für Mawile spielen, aber ich glaube, Hurricane gegen Mawile ist tatsächlich okay. Wir könnten Tailwind spielen. Das wäre eine Möglichkeit, den Regen ein bisschen zu besiegen, aber unser Team ist eh sehr langsam. Das Einzige, was halt da ein bisschen passieren könnte, wäre ein Sweep mit sowas wie Helios. Ich überlege mit Taunt zu spielen. Weil Hurricane als Step einfach reicht und halt so einen Sport zu finden von Utsasa. Glaube ich, könnte richtig cool sein. Ich glaube, wenn wir, sagen wir mal, Utsasa Taunt, dann gewähren Snorlax mit Immunity. Und da kann er uns nicht, toxicen. Ich glaube, das könnte ziemlich cool sein. Wir müssen wegen Kubuin aufpassen, weil der kann ja Belly Drum und dann Select Berry spielen und so. Da haben wir noch Mawile. Mit Fistef. Ja, ich glaube, das sollte okay sein. Wie Ice Face oder sowas ist da seine Ability. Ice Face, genau. Ice Q. Noise. 80er Tech hat der immer noch. Hat der Earthquake oder sowas? Nee, der hat Hydro Pump, maybe, aber dann hat er halt. Ja. Nee, ich glaube, Mawile sollte dafür reichen. Okay. Dann glaube ich, passt das mir. Das ist ja die Frage, Dragalge sehen wir hier auch noch, müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ganz ehrlich, Dragalge ist richtig nice, weil einfach ein Draco droppen ist echt krass gegen ihn. Aber wenn wir mal die Möglichkeit kriegen, die kriegen wir, weil tatsächlich wir in der Water Rift natürlich sind, dann tut das weh. Und dann muss man sowas wie Mawile gehen, tatsächlich würde ich Hydro Pump tatsächlich dann einfach vorschlagen, weil Rainboosted Hydro Pump haut auch so ein Mawile weg. Und ganz ehrlich, wir brauchen eigentlich nur diesen zwei Moves, würde ich ganz ehrlich mal gegen dieses Team sehen. Wir sind auch schneller als Drumper, was natürlich super ist. Und das nehme ich einfach, das nehme ich. Ich würde Flipton sagen als Momentum. Und dann. Dann würde ich noch sagen, eine Sludge Wave, damit wir Utsasa bieten. Und wisst ihr, wie wir das bieten? Also der kann Storming Cannon Drum, ne? Aber ich würde sagen, wir schmeißen Safety Goggles drauf. Das heißt, wir wechseln Dragalge immer an Utsasa und das Einzige, womit er uns wirklich treffen kann, ist Storming Tantrum. Black Sludge wäre auch nice, aber so haben wir halt immer das Ding, dass wir nicht gespawnt werden können, was nice ist. Und ich glaube, das könnte ziemlich cool sein. Ja, ich glaube, das ist nice. Ich glaube, das ist nice. Wenn wir das Momentum kriegen, ja. Nee, das sehe ich. Okay, ich meine, wir können auch ein defensives Mantak spielen. Das war die Frage, was jetzt natürlich da passiert. Okay, gucken wir uns das wirklich mal an. Also rein theoretisch würde ich halt so einen Spread aber spielen. Max HP, zack, bam, vielleicht mal hier ein bisschen wegnehmen. Achten Spidef, zack. Vielleicht achten Speed, falls er mich Speed creepen möchte. Das wäre, glaube ich, irgendwie auch schon der Dragalge-Spread. Was irgendwie recht einfach ist, aber halt sehr effektiv, glaube ich. Und ich glaube, der kann sehr, sehr, sehr stark sein. Wie schnell ist Maul schneller? Ja, ist okay, weil der kann mich nicht so effektiv treffen, weil es ein Poison Dragon. Okay, ich glaube, das ist alles ziemlich cool bisher. Wie schnell muss hier die Liste sein? Wenn wir den Neuwand Speed nehmen, dann können wir tatsächlich, glaube ich, können wir Modest spielen? Gucken wir mal, wenn wir 2 von 2 nehmen. Aber wir können gerade so nicht Modest spielen, das ist okay. Sagen wir mal, wir nehmen einfach mal den Neuwand Speed und passen einfach mal drauf
an und gehen im Bulk Kill. Ich glaube, das ist fein, kann man immer HP, die auch recht wichtig sind mit der AV, können man Hit ziemlich gut tanken und sind schneller als Urshifu, was nice. Wir können ja auch in Water Move auch reinkommen von Urshifu. Generell, wir haben zwei Water Immunities, wir haben keine Fighting Immunity, aber wir können halt mit Neuvern immer auf jeden Fall in den Fighting Move reinkommen und tanken. Zwei Banded Element Close Combats, was gut ist. Ich glaube, da sind wir jetzt gut gegen vorbereitet. Okay, das heißt, das sollte funktionieren, müssen wir gleich nochmal kurz kelken. Aber das würde an sich alles, glaube ich, klappen. Oh, keine Hungerade kapieren, sage ich, ich habe Boots. Okay, und dann ist Snorlax jetzt noch das Ding, ne? Ich glaube, Snorlax ist jetzt halt die Frage, kelken wir mit dem einfach mal ein bisschen und bauen ins Bett? Ich glaube schon, ich glaube schon. Gucken wir mal, Snorlax, hi. Und dein Name ist Snorlax. Ich meine, wir könnten natürlich den Spread fahren, aber gucken wir mal, Seismitoad, so bauen. Sagen wir mal, du bist offensive Seismitoad. Und im Rain und okay, seht ihr? Das ist ja schon mal hier ein Problem. So, wir wollen auf jeden Fall Element Liquidation von Seismitoad und Rain tanken. Das sehe ich mich so, bam. Das heißt, wir machen mal, wenn wir Max HP fahren, werden wir mal 124 in Def. So, zack. Und dann können wir den ganzen Spread immer noch fahren. So, und das ist das ein Spread? So, 132. Und jetzt gucken wir uns mal Mantine an. Und Mantine, okay. Ja gut, wir machen mal unser eigenes Mantine. Sagen wir, das ist Life Orb und er hat eine Hydro Pump und das ist Rain und da sagen wir mal erst Choice Specs. Okay. Aber wir haben keine Lefties, ne? Wenn wir Lefties haben, das ist kein Tool. Wollen wir denn dann vielleicht doch keine Chesto haben, weil ganz ehrlich, Chesto ist lame. Und wenn wir Resten und Curse haben, ist das trotzdem okay. Weil, dass wir nicht getootet werden, ist, glaube ich, schon ziemlich nice. Von Specs Hydro Pump mit Lefties. Ich meine, Roxen könnte natürlich existieren, aber das sieht schon eigentlich mit Lefties schon echt lecker aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir eigentlich. Gucken wir nochmal an, was kann er noch so spielen. Ich glaube, Pelipper sogar tatsächlich ein bisschen stärker, dann wird der Weatherball spielen vermutlich. Und das heißt, das passt alles. Ich meine, tanken wir nach einem Curse von Urshifu Water? Ich meine, der kann natürlich critten mit seinem Water Move, aber okay, Close kommt ja gut. Aber wenn wir plus 1 sind, Jolly, aha, okay, Sterling Strikes sowieso tanken wir, aber Rain, okay, krass. Im Rain killt Surging Strikes Snorlax immer. Das ist insane. Das ist richtig insane. Wenn wir nicht denken, dass ein Status kommt, könnten wir, oder das Status uns nicht juckt, könnten wir natürlich auch Glatini mit einer Beere spielen und Recycle gibt es nicht mehr, oder? Gibt es Recycle noch? Ich glaube, gibt es Recycle noch? Ja, aber die 50% Beeren klappen halt nicht mehr so wie früher, ne? Ich meine, Snorlax ist halt das Schwierigste jetzt zu bilden mit. Ich meine, theoretisch ist er mega nice, ne? Aber. Bubble Beam, das ist der Play. schwer. Ich meine, ich möchte wirklich diese Recovery-Möglichkeit halt haben, weil Snorlax ohne die halt echt schnell weg ist und es mir nicht gefällt. Also wenn wir Curse ganz weggelassen und wirklich nur Rest, Sleep Talk, Body Slam, Crunch haben, dann kann er Pelipper ewig gegen uns roosten, dann verlieren wir dagegen. Wir könnten Body Slam Toxic, aber das ist irgendwie doof, weil das beißt sich ein bisschen. Ist trotzdem ja ziemlich nice, ne? Ich würde echt gerne den Crunch loswerden. Das Problem ist halt, also Drift Zeppeli würde er nicht mitnehmen, ne? Das sehe ich nicht. Aber Golgantis, einfach weil ich Snorlax habe, sehe ich halt. Und dann ist halt das Problem, wenn ich halt ohne einen Move den Zirten aus dem Haus gehe. Und der da mal reingehen kann, ist das echt doof. Ich meine, ich habe Quacksalve, Max Fistiff, das heißt, so schlimm ist der nicht. Aber, ja, ich meine, wird der Golgantis mit dem? Was wird er dabei haben? Pelipper für Rain, ganz klar. Volaozob safe, der ist so strong, holy shit. Amoongus wird er dabei haben. Einen der Rain Spear hat er schon mal 4 Mons. Dann wird er noch, vielleicht wird er Rocks of Brana was bei ihm. Vielleicht 2 Water Mons. Oder Rocks of Golgantis vielleicht? Aber sieht man Golgantis gegen mich? Gucken wir uns das mal an. Der verliert doch gegen sau viel eigentlich, oder? Gegen eigentlich alles. So, außer vielleicht Relaxo. Aber Relaxo kann ja auch Crunch haben. Das denkt er sich ja auch.
Ich meine, gegen Zornfell gewinnt er. Das tut Seismitoad auch. Soll ich gambeln oder... Ich meine, die Frage ist, wie lange lebt auch ein Gorgantis, realistisch gesehen. Realistisch hat er ja keine so krasse Lifetime. Wird ja auch andauernd gechippt. Ich kann mir vorstellen, dass er den irgendwann massackt. Und wenn wir halt Rest Sleep Talk haben, ist das irgendwie schon echt nice. Ganz ehrlich, ich gehe den Gamble ein. Und ich glaube, das ist besser so. Klar, Ghost ist jetzt nerviger. Aber ich glaube, das ist worth it. Auf der Dauer. Okay, dann gucken wir uns mal an, was wir hier gebaut haben. Wir haben hier einen Mawile. Wir haben Mawile mit Rocks, Player of Knock of Toxic. Gucken wir uns das mal an im Team. Player für das Volaoso und generell Player ist einfach ein netter Step. Knock off für sowas und morgens könnt zumindest das Item bekommen und Rocks natürlich, was auch recht nice ist und heftig ist, damit wir halt vielleicht mal einen Hit tanken können von Kubin oder sowas. Toxic hat generell brauchen wir. Ja, ich glaube, da kriegen wir eigentlich fast kein besseres Moveset. Max Fist ist notwendig, weil Special tanken wir eh nichts, sind wir mal ganz ehrlich. Uzasa kann uns natürlich sleepen, was nervig ist, aber wir haben da halt Optionen gegen und das ist okay. Wir haben einige Optionen tatsächlich dagegen, was so fein ist. Okay. Und dann haben wir Helolisk. Dem würde ich gerne mal den Damage Cake reinhauen und gucken, wie viel der jetzt tatsächlich nimmt, wenn wir dem AV geben. 96 hat der, meine ich, ein HP bekommen. Genau. Das ist natürlich 116 natürlich ein Speed. Zack. So, okay. Wir haben, oh, Close Combat Kill. Der Element Button tanken wir immerhin. Keine Ahnung, was das bedeutet. Sagen wir mal Pilipper. Bei Pilipper ist tatsächlich stronger. Choice Attacker hier da. Bam, nicht Choice Scarf. Choice Expansion, komm schon wieder. So, Hurricane. Guck mal hier. 5-Head Curve of the Dry. Stimmt, mit Dry Skin kriegen wir sogar HP zurück. Ja, das ist eigentlich der perfekte Switch-In. Also, Healy ist wirklich nice und da wir halt wirklich die AV haben, können wir nochmal die Special jetzt ein bisschen besser, denke ich. Ich sehe das. Was ist mit anderen Mons? Also, Nishivo, klar. Wie viel Damage machen wir gegen sowas wie Amoongus mit Hyper Voice? Das ist halt sehr defensiv. Ja, machen wir nicht so viel. Aber ich meine, Hyper Voice ist halt unser bester Step dagegen. Kann man nicht viel sagen. Zen Long vielleicht möchte ich nochmal caken. Drumper. Okay, das sind sehr defensiv natürlich. Sagen wir mal, das ist Beck's Drumper. Wir tanken den Draco recht wahrscheinlich. Was ist, wenn ich 2 aus HP wegnehme und 2 hier reinstecke? Ich kann das bestimmt so lang machen, bis ich tanke. Irgendwann tanke ich. Okay, ist egal. Falls das passieren sollte, dann ist das wirklich hier der Switch-In? Ich glaube nicht. Das ist okay. Ja, ich glaube, Snorlax in der Drumper-Switch-In, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das ist okay, weil Draco drops und dann können wir halt, kriegen wir Lefty zu Red Sleep Talk. Ja, ich glaube, das ist besser, dass wir Red Sleep Talk sind. Das ist okay. Hyper Voice ist, to be honest, scary. Ja, dass wir Rotom nicht haben, ist schon jetzt ein bisschen nervig, ne? Weil diese Normal und Fighting Immunity würde jetzt echt ein bisschen helfen. Maul kann da eigentlich auch nicht reinkommen. Könnten wir ein bisschen Spidev auf Maul? Na, 55, ne? So, der wird auch durch Hyper Voice weg umgeballert, ne? Sind wir mal ehrlich, dafür ist er langsamer als vieles. Also, es ist nicht ganz bad, aber es ist auch nicht gut. Ja. Hat der Soundproof oder sowas? Hat irgendwer Soundproof? Nee. Unaware, bist aber nicht unaware, ja. Okay, Ja, Jumper wird einfach scary sein. Was willst du machen? Okay, haben wir noch was, womit wir damit caken wollen? Nee, ich glaube nicht. Okay, das heißt, sowas wie Snorlax finde ich aber spannend natürlich. Wir haben jetzt natürlich komplett spezialisiert. Wir haben 132. 132. Yo. Guck mal. Choice Bags, Modest, Hyper Voice. 83% zum Freedkill. Na, Body Slam, wir paaren, resten. Ja, wir bieten ihn schon. Und wenn er gepaart ist, ist er doch auch... Genau, ist er slower. Ja, komm, Snorlax bietet den schon irgendwie. Wir sind nicht komplett Spätstef, aber sollte fein sein. Snorlax macht das schon. Snorlax regelt schon. Da muss auch wirklich mal Modest Specs spielen. Das Ding ist halt, er sieht ja auch, dass wir eine Fairy und einen Geist haben. Das heißt, wird er wirklich das Spiel? Maybe nicht. Kaum mal können wir tatsächlich paaren und auch so bieten. Und Snorlax ist stark. Ich glaube, das ist fein. Und noch irgendwas kelken. An sich, glaube ich, bin ich recht zufrieden, muss ich sagen. Ich glaube, Neuvern wird einen guten Job machen. Ich meine, der Hurricane, auch wenn wir jetzt nicht offensiv irgendwas haben, Neuvern echt nicht so stark, ist es trotzdem recht gut für uns. Und tatsächlich, Dragalge's Draco wird nice sein. Wir könnten nochmal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Speed auf ein paar Mons fahren.
Aber ich glaube, das Speed Creepen lohnt sich nicht. Vielleicht auf Dugelgy, maybe. Ich möchte auf Dugelgy auch mal gucken, wie gut der Tank ist. Sagen wir mal, wir schmeißen Dugelgy nochmal in den Kalk. Dugelgy. Bulky Pivot. Das sind wir. 8 in Speed. So, bada bing, bada bum. Das sind wir. Okay. Oh, guck mal, Draco killt. Oh, guck mal, Draco killt. Cool, dass mein Draco stärker ist als sein Draco. Er hat mit Werten und so weiter zu tun. Ist ja auch egal. Pelipper. Ja, Fist of Pelipper. Wiedersehen. Manta mit Max HP. Flipton, okay, klar. Sludge Bomb ist leider nicht so stark, wie ich gedacht habe. Sludge Bomb kann poisen. Das heißt, wenn wir, falls tatsächlich das Ding ist, dass er ein defensives Manta spielt, können wir einfach für die Sludge Bomb poisen fischen, glaube ich. Und dann sollten wir den trotzdem bieten können. Wie viel macht denn aber so? Sagen wir mal Pelipper dann doch nochmal. Haben wir Choice Attacker. Ich möchte mal einen Zwex Pelipper wiedersehen. Okay, Ice Beam, klar. Hurricane. Hurricane ist ein Tod. Krass. Wir haben ja tatsächlich Illiscan. Ich meine, wir haben den Switchen. Das Ding ist halt, wir wollen den Emergency Hit nehmen. Vor allem für sowas wie Seismitoad. Earthquake leider nicht, ne? Von dieser Seismitoad ist tatsächlich ein bisschen scary. Aber wenn er physisch ist, dann haben wir. Ja, Quacksilver Power Whip, ne? Dann müssen wir den maybe intimidaten auf ein Power Whip und dann maybe into Neuwan, weil er hat maximal Ice Punch. Oder Snorlax muss regeln. Ja, Seismitoad, ganz ehrlich. Habe ich da was anderes noch? Ich glaube nicht, ne? Ja, Seismitoad ist einfach scary, der Junge. Der ist einfach scary. Und da können wir nicht viel machen. Aber ich meine, Snorlax mit dem Death Investment sollte auch. Guck mal, Snorlax. Ist Snorlax der Check? Ist Snorlax der Check? Ist er es oder ist er es nicht? Sind wir mal ehrlich. Ist er es oder ist er es nicht? Ach, er ist es. Er ist es. Er tankt einfach 2 Water Boosted Liquidations. Weil es ist Snorlax. Gut, dass wir den mitgenommen haben. Oder mitnehmen werden. Genau, deswegen haben wir Snorlax dabei. Falls das mal ein Problem sein wird, haben wir Snorlax als Emergency. Können dann cursen, können dann resten, sleep talken. Und dann schön Snorlax-Dinge touren. Ich glaube, das sollte fein sein. Ich glaube, Speed Creepen. Ich glaube, auf Dragalge ist tatsächlich Speed Creep ein bisschen nice. Das heißt, wir gehen mal auf Maul Speed sogar ein bisschen so, machen wir mal 140. Das heißt, wir müssen ein bisschen Maul investieren. Weil schnell als Maul möchte ich schon sein, den mit der Hüdepumpe umböllern. Weil Dragalge ist tatsächlich eher als offensives Mon ja gedacht und nicht so krass als ein defensives Mon. Das heißt, so ein paar defensive Mons von ihm zu outspeeden wäre jetzt ganz nice. Ja, okay. An sich, ich glaube aber, Mantan ist schneller, Pelipper ist schneller. Das heißt, das sollte alles nicht outspeedbar sein. Die Golurk, maybe, könnten wir mal auf Mint-Speed gehen. Ich glaube, Mint-Speed Golurk hat 146, wir haben 100. Ja, aber ich glaube, das funktioniert nicht, wenn wir das machen, weil der mehr Speed spielen wird. Okay. Das wäre dann an sich, glaube ich, das Team. Lohnt sich Immunity jetzt noch? Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, Figfett lohnt sich tatsächlich mehr. Falls er Kubuin spielt und doch irgendwie durchgehen sollte, ist, glaube ich, Figfett jetzt tatsächlich besser. Weil, ich meine, das Einzige, wo man mich großtoxisch mit Pelipper oder so, wir haben Rest Sleep Talk, das heißt, wir wollen eh schlafen in dem Sinne. Poison juckt uns da nicht, er kann uns eh burnen. Ja, Spore können wir auch, kann ja auch passieren, Sludge Bomb Poison. Oh well, dann sleepen wir. Ja, ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist besser, wenn wir so spielen. Genau, Tango und Fireblast besser. Das sind aber dieser Kubi, in dem wir dann damit ein bisschen besser checken. Ist jetzt nicht ein krasses Ding, aber hey, kann eventuell in ein, zwei Situationen nochmal ein bisschen besser sein. Okay, gut, das wär's dann, glaube ich, tatsächlich schon. Und ich bin echt gespannt, wie das wird. Wir könnten einen kleinen Speed für Mungus raufhauen und das Ding ist halt, wir können ihn paaren, sind wir eh schnell und wir haben Curse, das heißt, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Das ist die Defensive, die wir gesehen haben, glaube ich, auch besser. Snorlax ist eh Bulky, was nice. Dragalge soll böllern, wir haben Momente mit Flipturn eventuell, was auch ziemlich cool ist, einfach sowas zu haben. Toxic Spikes lohnt sich nicht wirklich, glaube ich, einfach weil er Mungus hat. Nur wenn es meine Hazard Removal, falls das notwendig sein könnte, und meine Urshifu Check, hat Urshifu Ice Punch. Gucken wir mal nach. Ich möchte hier in Bin schon dann hier. Hat der Ice Punch? Hat er oder hat er nicht? Urshifu. Der andere Urshifu. Urshifu. Rapid Strike. Er hat Ice Punch. Okay, das heißt, es ist wirklich nur ein Check, weil
Ja, der kann den anderen Move drücken. Aber wir haben immer noch Quagsire, der kann mal scouten. Wir haben Intimidate zur Not. Dragalge kann mal vielleicht reinkommen. Also wir haben Möglichkeiten. Wir haben Outs dagegen und Neuwahn kann auf jeden Fall zwei Close Combats taggen, was wichtig ist. Und mit Hurricane Revenge, was ziemlich gut ist. Loose, Defog, Taunt. Ich glaube, Neuwahn ist halt nice, weil er Hurricane halt dann auch nicht missen kann. Ist Infiltrator das Beste? Ich glaube schon, er ist. Bringt nichts. Quagsire, physisch defensiv. Earthquake, Scald, Recover. Das ist, glaube ich, einfach gut. Genauso wie Healist, der auch einfach gut ist. Offensiv auch nice, deswegen bin ich froh, dass wir den Special Tech hier haben. Ist schneller als vieles und kann halt tatsächlich mit Dry Skin und Assault West einiges wallen. Der Grasshound ist halt wichtig gegen Seismitoad. Und tatsächlich, ich glaube, der Move Pool sollte ansonsten halt recht feier sein. Tatsächlich, ich glaube, das Schlimmste, glaube ich, wo wir gegen wir dran stehen, wo wir wirklich keinen Switching groß haben, bis auf Snorlax, ist Drumper. Weil Specs Hyper Voice einfach mega stark ist. Aber wenn wir den mal paaren, dann Rest rausholen, dann kriegt er auch die Paare, dann kommen wir dann dagegen schon an, glaube ich. Ich glaube, damit sollten wir dann da auch gut das handeln können. Dann aber physisch defensives Morale, ja. Das Ding ist, also wenn man sich das Team ansieht, so Pelipper, Mantax, der möchte halt schon Rocks haben. Der möchte halt echt Rocks haben, weil der wird halt maybe Damp Rock spielen. Und da brauchst du den Chip damit schon. Deswegen ist Mawile hier, glaube ich, mit Rocks auf jeden Fall notwendig. Klar, Solrock könnten wir spielen, aber Solrock ist nochmal mehr Rocks, nochmal mehr weaker gegen einiges. Und Intimidate ist halt echt nochmal wichtig. Und ich glaube, da ist halt Flunkiefer nochmal besser. Habe ich wirklich keinen anderen Rocksetter? Checken wir ein letztes Mal. Ramot kann nicht zufälligerweise Rocks. Nee. Nee, nee. Ich meine, Prio, aber ganz ehrlich, Prio von Scissor gegen so viele Water. Ja, ich sehe das nicht, ich sehe das nicht, ich sehe das nicht. Ich glaube, das ist fein. Rotom ist das Einzige, wo ich mittlerweile sage, so eine Immunity wäre noch ganz nett gegen Fighting und Normal. Aber ich wüsste nicht, was ich raushau. Das Einzige, was ich raushauen würde, wäre tatsächlich Morwell. Und Morwell möchte ich halt behalten und dementsprechend. Ich glaube, das sollte das Team sein. Ich bin gespannt, wie das werden wird. Ich glaube, Quagsire ist ein bisschen ein Weakling, weil ich nicht so mittlerweile sehe, aber es ist okay. Wir haben halt die Water Immunity, die tatsächlich wichtig ist. Also, was rede ich eigentlich? Und ich bin gespannt, wie der Kampf werden wird. Er hat ein sehr, sehr, sehr starkes, offensives Team. Brandavas kann sehr gefährlich werden. Drumper kann sehr gefährlich werden. Man, dann denke ich mal, können wir gut checken. Genauso wie Pelipper. Urshifu Water ist immer skilled. Da haben wir keinen direkten Switchen, sodass er kann spawnen. Und der Rest, den müssen wir halt checken. Also, ich glaube, tatsächlich, wenn der Pelipper, Urshifu, Mantax, Brandavas zu Zaza Drumper mitnimmt, ist das irgendwie die scariest Combo. Dann müssen wir gucken, wie wir das machen. Aber wenn er die Combo dabei hat, dann hat er keinen Ghost dabei. Und dann ist Snorlax tatsächlich ohne einen Move, der Ghost touchen kann, richtig, richtig insane. Weil dann kriegen wir tatsächlich unser Curse-Set raus und da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird. Gut, das war dann das Teambuilding. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich habe dann bald meinen Kampf und ich sagte mal, bis dann und ciao. So, da bin ich nochmal ganz kurz, weil ich immer ganz kurz gekalkt. Und selbst wenn ich Max Fist of More spielen würde, oder Schiff kann mich immer noch einfach wegkommen mit Surging Strikes, wenn er beendet ist. Und ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, das Bessere ist einfach, wenn ich hier ein speziell defensives More spiele, weil schauen wir uns mal Specs Dwamper an, was an den gigantischsten Threats ist. Wir tanken zwei, aber Voice Playwriff kann ihn tuten. Klar, wir könnten natürlich langsamer sein, je nachdem, wenn er Modest spielt. Ich muss aber ein bisschen Speed reinhauen, keine Ahnung, wie viel Speed muss er reinhauen. Muss ein bisschen Speeder noch und wir können ihn tooten, was das nice ist. Klar, kann auch sein, dass es nicht so ist und tut Chaos nicht so nice, aber rein tödlich können wir ihn dann besiegen, was halt das Ding ist. Deswegen, ich glaube, ein Spezialdings Maul lohnt sich tatsächlich ein bisschen mehr. Nur ein kleines Update, weil ich glaube, das sollte sich ein bisschen hier mehr lohnen. Intimidate haben wir immer noch und physische Mons, ganz ehrlich, bieten wir eh nicht dementsprechend. Ich glaube, das passt ein bisschen besser. Tja, und irgendwas ist immer. Ich habe tatsächlich Level 100 gebaut. Das ist jetzt die Variante auf Level 50. Ich habe nochmal ganz kurz die Speedwerte angepasst, vor allem auf Helilisk, auf Neuwahn. Dragalge hat den HP wieder ungerade gemacht. Und tatsächlich auf Snorlax. Das Ding ist halt, tatsächlich tanken wir, weil es Level 50 ist, Liquidation nicht unbedingt, aber mit Lefties schon. Dementsprechend, wen juckt da schon? Das passt schon trotzdem so, wie es ist. Und deswegen machen wir das so.